das, was ich mir wünsche für meine zukünftige Karriere, ist, dass ich in die verschiedensten Charaktere schlüpfen kann, dass mehr Mut gezeigt wird, auch Mut zur Veränderung, dass genau die Leute einfach alles ausprobieren wollen mit mir und mir zutrauen, die komplexesten Charaktere zu spielen. Sie finden immer noch Leichen. Da draußen herrscht Chaos. Dieses Haus wurde von der britischen Regierung beschlagnahmt. Es ist jetzt Ihr Haus. Aber wir haben uns. Wie wäre es, wenn wir Sie hier behalten? Mit Ihnen hier wohnen? Ihr Hass wird vielleicht nicht offen gezeigt, aber unter der Oberfläche ist er vorhanden. Meine Figur, also der Albert, ist ja Teil dieser nationalsozialistischen Untergrundorganisation, die sich die Werwölfe nannten. Und er hat einen Hass auf alle, die. Auf alle Deserteure, auf alle Vaterlandsfeinde und kriegsmüden Deutschen und so weiter und so fort und will die quasi vernichten. Und den britischen Offizier Jason Clark, auf den möchte er dieses Attentat ausüben. Und tatsächlich, was weggenommen wurde, was total spannend und schön war, ist, dass er auf dem See, auf der Elbe, kurz bevor er einbricht, ihm noch so banale Dinge an den Kopf wirft, wie das ist mein See, du stehst auf meinem Ufer, was einfach auch so seine Hilflosigkeit ausdrückt. Und es wurde leider weggenommen, ich weiß nicht warum, aber vielleicht habe ich es auch einfach schlecht gemacht. Genau, das wird wahrscheinlich der Grund gewesen sein, aber das finde ich, hat den Charakter nochmal irgendwie besser beschrieben, weil es auch so hilflos ist natürlich, ja, die Elbe als sein See oder sein Fluss zu bezeichnen und das Ufer, was ihm gehört und nicht den Briten und genau. Siehst du das? Weißt du, was das ist? Das ist der Staub unserer Stadt. Die Asche, die von den Menschen geblieben ist. Die Überreste eines jungen deutschen Mädchens wie du. Hier hat sich ja die 88 eingebrannt auf dem Arm. Hier hat die 88 für den achten Buchstaben im Alphabet HH, also Heil Hitler. Ja, im Prinzip bin ich da Schauspieler, also ich, und stehe dann da und versetze mich in jede Rolle, die mir da irgendwie gegeben wird. Es ist natürlich immer was Aufregendes, wenn es etwas ist, was so fern von einem ist. Aber es ist trotzdem machbar. Ein richtiges Mädchen. Das lief ganz normal dadurch, dass alle Deutschen deutsch besetzt wurden und wir Deutschen auch in der Originalfassung deutsch gesprochen haben und die Briten alle englisch gesprochen haben, lief das über eine deutsche Casterin, über Simone Bär. Und die hat gecastet. Und dann läuft es ganz normal über Agentur und über Casting-Einladung, Casting-Prozesse. Genau, und so kommt man dann zu einer Rolle. Haben Sie während des Krieges hier auf einen deutschen Sieg gehofft? Hat die Bombardierung die Gesundheit Ihrer Familie beeinträchtigt? Ja, die Gesundheit meiner Frau. Sie ist beim Luftangriff gestorben. Das tut mir sehr leid. Ja, ich habe letzten Winter nochmal eine internationale Produktion in Kapstadt gedreht und das war wirklich irgendwie absurd, riesig. Jeder hatte seinen eigenen Fahrer, also so komplett komische Dinge. Und hier war das eigentlich alles sehr intim und klein gehalten und es gab dann nur einen Drehtag, nämlich dieser Elbdrehtag, der im Studio stattfand und eine riesige Kulisse und ein warmes Wasserbecken und eben nicht die kalte Elbe. Und das war dann der Moment, in dem ich dachte, okay, so sieht es aus, wenn ich mir ein Harry Potter Making-of angucke. Und jetzt stehe ich auch an so einem Set.